Willkommen zu einer neuen Skywars. Wir spielen auf der Map Atlantis mit dem Kid Spleef. Ihr habt schon am Titel gesehen. Spleef und Skywars. Wie ist das denn überhaupt möglich? Zeige ich euch gleich. Die Map ist, glaube ich, nicht optimal dafür, aber beim Übergang auf die andere Seite kann ich mir das doch recht nützlich vorstellen. Von dem her lange looten werde ich nicht mal. Möchte hier direkt loslegen. Zum Kid selber. Wir haben eine Schaufel. Und wenn wir damit Blöcke abschießen, verschwinden diese. Das funktioniert nicht direkt gegen Spieler, weil, ja, sonst wäre es ja kein Spleef. Aber, ja, dementsprechend, wir können damit komplette Blöcke entfernen. Das heißt, jemand baut sich rüber, wir schießen diese Blöcke ab und dieser fällt einfach runter. Ich denke, dass ich hier direkt gleich ein schönes Beispiel machen werde, wenn dieser Kollege sich rüberbauen will. Er ahnt ja jetzt nicht direkt, dass ich hier eine Spleef-Schaufel habe. So, da hinten baut sich, glaube ich, auch einer rüber. Kann er machen. Ich sollte auch schon richtig drauf zielen. Ja, ihr seht es. Ich habe gerade lustigerweise höher gezielt, weil ich gedacht habe, der Schneeball fliegt zum Bogen, aber tat er nicht. Interessant, interessant. Ich spiele das geht zum allerersten Mal jetzt gerade. Also ihr habt ja auch ein Debüt, von dem ich weiß, was es tut. Aber wir werden jetzt mal rausfinden, wie effizient es ist. Ich stelle es mir aber sau cool vor und auch effizient. Ja, wenn ich natürlich direkt vor denen stehe und die da alles beobachten können, ist das natürlich nicht die beste Variante. Ich habe den gesehen. Huntet er mich? Ich habe ziemlich schlechtes Equipment. Ich muss meine Steine... Mein Steinschwert, ich hab's eigentlich mir darunter getappt. Hä? Hab ich's gedroppt? Ich hab's, glaube ich, gedroppt. Den Dia-Schwert. Oh Gott, da kann ich nichts gegen machen. Ich renne erstmal weg. Zack, zack, zack. Ich hätte vielleicht auch direkt in die Mitte mal gehen sollen, wäre eine Idee gewesen. Die ist wahrscheinlich ziemlich unlootet. Bräuchte aber irgendein besseres Schwert, sonst bringt mir das nichts. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Nehme ich mit. Wo ist ein schönes Schwert? Ne, besser immerhin. War dann nicht eine Dia-Hose? Ne, war nicht sogar. Okay, dann können wir Schuhe und Brustplatte schon mal ersetzen. Perfekt, perfekt. Ihr seht, dass ich ziemlich langsam bin. Ich habe dementsprechend, ich habe lange nicht mehr gespielt, von dem her ist meine Bewegungen sollten recht slow sein. Mal gucken, dass wir uns mal wieder, oder eher gesagt, ich mich mal in Form bekomme. Bisschen dauert es ja noch. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, kann ich ja mal Just for Fun sagen, Varo wird im Dezember starten. Also das nur zur Info, wurde offiziell auf Twitter bekannt gegeben von GLP. Von dem her für Leute, die fragen, weil es fragen immer noch welche, ihr habt ja eure Antwort. So huntet er mich down die ganze Zeit. Ich muss was essen. Gut, so. Ich würde gerne jemanden noch mit der Spleef-Schaufel killen. Sonst hat das hier für mich noch keinen Sinn gehabt, das Kit zu benutzen. Die Map ist dafür, wie gesagt, recht ungeeignet. Ich habe mir gedacht, in dem Moment, wo jemand rüberläuft, ja, könnte man gut schaffen, aber... Ja, die haben mich... Ich war halt zu offensichtlich an der Stelle. Okay. Na komm. Oh, den habe ich nicht getroffen. Der Jump-Boost. Der Jump-Paket wahrscheinlich. Na komm. Ja. Muss mal gucken, will ich gegen den weiterkämpfen? Der hat eigentlich schlechteren Stuff als ich. Wieso sollte ich mich jetzt hier drücken? Boah, ich bin so langsam. Unglaublich, unglaublich. Liegt auch dran, dass ich noch gar nicht so lange wach bin. Das hier noch als kleine Ergänzung. Na komm. Einer ist hinter uns. Der ist auf jeden Fall low. Da haben wir den. Gut. Habe ich mich nicht mit rumbekleckert, aber es ging auch schlechter. Zack, 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 zack. Paar Fragen immer noch nach. Das habe ich schon gestern im Hearthstone-Video gesagt, aber dementsprechend, das gucken ja nicht so viele wie das Minecraft-Video hier. Die Tage kommt ein Vlog, ich denke Richtung Ende Wochenende, wo ich mal ein bisschen was sagen werde, wie meine Videos, da seht ihr, die Border wird immer enger, wie meine Videos aufbauen werde in Zukunft. Ich habe nämlich mir jetzt einen kleinen Upload-Plan überlegt. Ja, das nur dazu, Hearthstone wird ein Teil davon sein, tut mir leid, aber ich kann mich nicht zwingen, jeden Tag Minecraft aufzunehmen. Das funktioniert nur, wenn ich ein Projekt habe, dann kann ich mich dazu zwingen. Nee, aber ich habe dann, wenn ich ein Projekt habe, dann hat man auch, das ist dein Ernst? Wenn man ein Projekt hat, habe ich auch... viel mehr Spaß, oh Gott, der Arme. Habe ich viel mehr Spaß, dann kann ich auch täglich mich dran setzen, das aufnehmen, weil man ja irgendwas hat, woran man arbeitet. Von dem her und so jetzt, wie gesagt, das geht zwar, ich habe auch gerade Spaß an der Skywars-Runde, weil ich ewig einfach nicht gespielt habe, von dem her geht das. Aber nicht täglich, das schaffe ich nicht. Ich mache mal hier ohne Cut weiter, weil ich hier gerade so schön am Reden bin, auf Unicorn. Ja, hier sollte es besser sein. Ich denke, wir nehmen auf jeden Fall nochmal das Spleef-Kit, wir wollen ja ein bisschen Action damit noch haben. Und das nur dazu. Ja, von dem her die nächsten Monate... Müssen wir erstmal ohne Projekt überleben, von dem her müssen wir uns selber Projekte schaffen. Ich habe einige Ideen, einiges ein bisschen übertrieben, ich habe ein, zwei. Eine habe ich davon ja schon umgesetzt, die hat so eine Idee. Demnächst kommt aber mehr. Guckt euch den Vlog an, von dem her, nächsten 4 Wochen könnt ihr mit 4 Sachen rechnen. Minecraft, Hearthstone, Clash Royale und Vlogs. Und eher gesagt, ja, Vlogs nicht mehr in diesem Stil weiß Arzt, sondern werde ich auch noch ein paar machen, aber viel mehr über Themen quatschen wieder. Das vermisst ihr sehr, das weiß ich, weil ich das wirklich mittlerweile lange nicht gemacht habe. Ja, dass ich mal über ein Thema rede und das werde ich in Zukunft wieder mehr tun. In welcher Form weiß ich noch nicht genau. Ich bin noch am Überlegen, ob ich mich irgendwo hinsetze und dann darüber schwafel, ob ich irgendwas Minecraft-Gameplay im Hintergrund laufen lasse und
Ja, dann das dahinter meine Audio aufnehme. Da gibt es ein paar Möglichkeiten. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie ich das machen soll. Aber da könnt ihr gerne auch was dazu schreiben. Ich denke, es wird aber darauf hinauslaufen, dass ich einfach einen Vlog mache und dort quatsche. Oder wenn es sehr Minecraft bezogen ist, auch vielleicht Minecraft, wer weiß. Okay, da ist einer schon in der Mitte, der hat Enderman Kit. Das sieht man direkt an der Rüstung. So, wir chillen hier erstmal. Ihr lootet auf jeden Fall die komplette Mitte durch. Ich denke, wir gehen da mal rüber. Die Runde war nicht komplett voll. Es haben, glaube ich, zwei gefehlt. Das ist hier die leere Insel. Oh, wie nett. Wie nett, wie nett. Da freut man sich doch immer drüber. Mir direkt jetzt mal was holen. Leben noch sehr, sehr viele auch. Ja, viel ist noch nicht passiert, natürlich. Zack, zack. Aber geht's. Ich habe mit der Spleef-Schaufel meinen eigenen Block weggeschossen. Ja, Leute, es funktioniert. Also, ihr habt es gesehen. Man kann mit der Spleef-Schaufel Leute töten. Also, das klappt. Leider die Falschen. Der mutige Weiß startet einen weiteren Versuch, nur noch auf der Map Vines, in der Hoffnung, dass er sich selber nicht tötet mit der Spleef-Schaufel. Wäre mal ein Anfang, also würde ich jetzt mal tippen. Für die, die fragen, wir spielen hier auf dem Device-Server. Das ist auch mein Server, das habe ich jetzt, glaube ich, 300 Mal gesagt, aber es schreiben immer noch so viele und ich denke, das wird auch für immer so bleiben. Ist ja an sich nicht schlimm, wenn man ja über einen Freund die IP bekommt. Da weiß man ja nicht automatisch, der heißt der Device, dass es mein Server ist, von dem her. Nur wenn ihr Abonnent von mir seid, dann solltet ihr es wissen. Also das wäre dann peinlich, wenn nicht. Von dem her dann, falls du es nicht gerade bis dahin wusstest und bist schon länger Abonnent, Schande. Man kann die Kisten damit zerstören. Interessant. Wenn man da von Ge Gegner. Also. Die Frage ist jetzt, die ich mir gerade stelle, ist das eventuell dann nicht sogar zu OP? Eigentlich nicht, weil man kommt ja nicht an die anderen Kisten dran. Das ist aber trotzdem eine coole Mechanik. Ja, man entdeckt immer noch Leute. Ich bin mir auch sicher, dass bei einigen Kits immer noch ein paar Mechaniken möglich sind, die man noch nicht gefunden hat. Bei speziellen Kits mit speziellen Sachen. Bei der Spleef-Schaufel, ist schon mal cool. Nice. Eigentlich sollte man sich die Durability anmachen, weil ich glaube, an der wird gemessen, wie viele Schüsse man noch hat. Mich jetzt mal mich so weit aus dem Fenster lehnen. Eine Enderperle. Okay, krass. Haben wir einen, den möchte ich eigentlich nicht bekämpfen. Ich habe jetzt nicht so, ja gut, wenn mein Mate drauf geht, dann helfe ich. Oh Gott, die sind zu zweit. Und weg und tschüss. Ich habe meine Enderperle leider nicht in der Slot. Einfach nur gleich irgendwo hin porten. Ich renne erstmal, ich renne erstmal. Kämpfen die? Geht denn da ab? Nicht hängen bleiben. Oh Gott, das bin ich. Low. Gut, die sind noch langsamer oder die haben es aufgegeben. Da unten ist noch einer. Der andere ist irgendwie verreckt. Keine Ahnung wie, aber der ist es. Da habe ich keine Chance. Viel zu wenig Herzen. Weg erstmal. Wir haben immer noch keinen Spleef-Kill gemacht, Mann. Ich wähle auch echt die dämlichsten Maps dafür aus. Gut, Unicorn war gerade sogar ziemlich gut. Ihr habt es ja gesehen, ich habe mich ja selber dadurch getötet. Oh. Der Enderperle, der Wichser. Oh Gott. Geh weg. Was machst du? Geh weg einfach. Lass mich in Ruhe. Schaffe ich's? Nein. Oh. Kacke, Mann. Der war aber auch über-aggro. Über-aggro. Wir haben aber jemanden gekillt. Ich denke, nur einen letzten Versuch wagen wir einfach mal. So, eine Grundregel kennt ihr mittlerweile. Wenn nichts klappt und man tryhard will, geht man auf die Map Highway. Von dem her, wir befinden uns auf der Map Highway und ich glaube, dass das Kit hier ziemlich gut funktionieren kann. Nicht nur ziemlich gut, sondern eventuell mal wieder eins der besten, weil die Map einfach so klein ist. Highway ist einfach einer der coolsten Maps, weil die so einmalig ist. Ja, das ist einfach die Mechanik, wie sie funktioniert, ist wirklich etwas Einmaliges. Also vom Aufbau etc. Das gibt es nicht oft. Oh, der ist drüber gesprungen einfach. So, mal einen kleinen Test können wir hier einfach mal zeigen. Guck mal, ich. Wie geil ist das denn bitte? Das Kit ist der Burner, Mann. Scheiße, ich habe mal noch runtergehauen. Ich habe noch runter. Wenn der vorher stirbt. Mission complete. Mission complete. Okay, nochmal Highway. So, auf in die letzte Runde. Ich glaube, wir haben einen kleinen Rekord. So viele einzelne Skywars-Runden hatte ich noch nie in der Aufnahme, wenn ich mich nicht irre. Wir probieren es. Mal gucken. Wir wollen die Szene von eben euch eh nicht erspart lassen oder euch verbergen, weil ich einfach zu gut fand. So, alles gleich. Wir gucken mal, baut sich einer direkt drüber. Ich denke, nein, man kann ja auch runterspringen. Bitte. Okay. Das können wir mal anziehen und dann gucken wir mal. Da haben wir Nummer 1. Da ist Nummer 2. Das geht recht flott. Zack. Gehen wir mal in die Mitte. So, das Gewinn ist mir gar nicht wichtig. Ich möchte nur jemanden mit der Kack-Spleef-Schaufel killen. Das ist mein Ziel. Die Spleef-Schaufel ist nämlich OP. Das möchte ich zeigen. Es gibt ein paar Maps, wo halt umso länger die Wege sind, wo man sich rüberbauen kann. Im Endeffekt ist Highway auch nicht optimal dafür. Bauen sich halt alle nur einen kleinen Weg rüber. LOL.
Okay, krass. Da hat er es überlebt. Guck mal hier in die Mitte rein, da haben wir nix. Denke ich, mische mich da ein. Der wird... Oh! Oh, sehr schön. Einer lebt noch. Wo ist der? Der ist unsichtbar. Ja, einmal gehittet. Wo ist der Kollege? Da vorne. Ich sehe den Kollegen da vorne. Geh drauf, ich geh drauf. Ja, da haben wir ihn. Der wollte mich mit der Hand hauen. Okay, kein Spleefkill. Wir haben aber eben einen gemacht. Die Runde war trotzdem recht schnell. 5 Kills. Auch Stats gibt es am Ende. Wollte ich jetzt aber auch nochmal gesagt haben. Das heißt, Team Blau hat gewonnen. Ihr könnt jetzt nochmal sehen, wie viele Kills ihr gemacht habt, etc. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, diese Folge. Mir gefällt das Kit. Es gibt noch ein paar andere. Die werde ich, wenn ihr Bock drauf habt, auch gerne mal vorstellen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!